Tja, und ich kann schon mal vorbereiten. Und oh, hört mal die Musik. War die vorhin auch schon? Ich weiß es nicht. Okay, ist nicht viel passiert. Anscheinend hängt es doch von den Kämpfen ab. Hast du gesagt, es ist nichts passiert? Also habe ich auch keine Bedenken, dass ich irgendwas verpasst habe. Na gut. Dann wollen wir mal in das nächste Gebiet. Oder zu Wächtergeist. Dafür müssten wir hier lang. Gezeitenhöhle. Ich erinnere mich noch. Vorsicht, der Meeresspiegel ändert sich willkürlich. Tja. Ach, das ist ein ziemliches beknacktes Dungeon. Ja, sieht schon irgendwie doof aus, muss ich sagen. Und es erwarten uns neue Gegner. Tonnen. Dorni. Ach, shit, ich muss noch mal raus. Dreck. Ich wollte noch die Fähigkeiten Momo rüberschieben. Wutsch, wow. Fass mit Stachel. Was pennt. Oh, dein Auge. Wie komische Gegner. Und 216, Ryu, du bist krank, weißt du das eigentlich? Gib mal viel Geld. Okay, ich muss noch mal raus. Ich wollte ja das Team jetzt so behalten. Das heißt, ich muss die Fähigkeiten von Nina wieder auf Momo schieben. Ja. Ihr dürft dabei live dabei sein. Hier wird nicht zensiert. Na gut, nur irgendwelche überflüssigen Laufwege. Ups. Alle hier drinnen fast, aus der Reihe. Mich zu tun, Pekos pennt draußen, aber der pennt immer draußen fast. Fähigkeiten. Ich muss mir Tinte besorgen, denke ich mal. Ich habe nur noch zweimal. Jo. Gut, Einfluss raus. Kriegsruf raus. Nein, raus. Das kannst du behalten, das ist nicht so wunderbar für Momo. Riskschlag kann er auch behalten. Jetzt bin ich etwas... Möglichkeit, Objekte zu finden, klaut alle EP. Ja, soll ich das bei Momo lassen? Ich meine, so ein überleveltes Momo-Getier. Okay, so, die kriegst du erstmal. Sonst haben wir nichts weiter, oder? Nö. Reihe noch irgendwas zu gebrauchen? Nee. Gut, da ist noch. Ist es nichts? Meister wechseln? Nee. Irgendwo hinstecken auch nicht, wüsste ich jetzt nicht. Na gut, lassen wir es so. Es kommen ja noch zwei Meister, wo ich dann mal wirklich mit hinstecken würde. Definitiv. So, jetzt hätten wir unsere... Moment, ich muss noch meine Seelenfrieden finden, indem ich hier sortiert die Punkte sortiere hier, sonst kann ich nicht schlafen. Hier zum Beispiel auch noch. Und hier auch noch. So, weil Momo hat Macht und Macht ist über. Und Kriegsruf dazu ist noch über. Das ist einfach nur 1337. Wenn ihr abwartet und es gut abpasst, könnt ihr vor der Flut rein und wieder raus. Tja, das wird aber nicht passieren, denn die Flut ändert sich willkürlich, während wir im Dungeon sind. Und, oh Gott, ein hässlicher Mutantenfisch. Ja, ach, haut drauf. Einer ist immer nicht so wahnsinnig schlimm. Ja. Die machen tolle Geräusche und sehen auch verdammt hässlich aus da vorne. Aber das wird mich weiter stören. Ja, das war schon. Toller Gegner. Ja, ihr seht richtig neue Gegner. Wenn ihr abwartet und das gut abpasst, könnt ihr vor der Flut wieder rein und raus. Ja, das wissen wir doch. Oh, jetzt kommt die Flut. Und es geht runter. Und ja, die ein oder anderen... Also für mich ist es so, wer Illusion of Time kennt, kennt das Dungeon Mu. Und ja, das Dungeon hier ist so ähnlich. Nur dass der Wasserstand sich willkürlich ändert und somit noch bekloppter wird. Da vorne ist schon mal nichts, das freut mich. Das heißt, wir müssen irgendwelche Wasserspiegel abwarten, die sich willkürlich halt ändern. Damit wir mal weiterkommen. Vor allem, wenn wir hier alle Kisten drin haben wollen.
müde. Ein Quatschi-Quatschi-Frosch. Solange immer noch einer Quai-Autokampf. Hypnotiz. Nein, er verwirrt. Was ist denn das für ein Penner? Sie sehen aber lustig aus. Und Rai ist verwirrt. Blobs hält nicht so viel aus. Rai, dann möchte ich dich mal und der Wasserstand ändert sich. Durch die Ebbe hat sich der Meeresspiegel verändert. So, durch die Ebbe würde ich sagen, der ist noch weiter runtergegangen. Ja, es gibt, glaube ich, 3 Stufen oder so. Welche sich immer wieder abwechseln. Einmal oben, das war wohl kurz bevor wir reingegangen sind. Dann Mitte. Ja, und dann unten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das kotzt einen ziemlich an. Vor allen Dingen, wenn man irgendwelche Bombsame. Nein, neue Bomber. Vor allem, das sind blöde Bomber. Gott, nur neue Gegner hier. Und immer nur einer. Das ist wohl die Vorstellung hier. Ja, wo war ich jetzt gerade? Achso, der Wasserstand immer noch. Wie gesagt, die Aufteilung halt. Nein! Achso, da. Erzähl ich gleich noch was dazu. Tja. Wer die feine Fantasy-Bomber kennt, der weiß, was gerade passiert ist. Ja, das sind die richtigen Bomber eigentlich. Die sich wegen Wut in die Luft jagen. Und wenn man sie nicht innerhalb von ein paar Runden tötet. Fischkopf! Fischkopf! Yeah! Fischkopf! Das ist bestimmt ein Köder zu fangen. Manchmal ist die Übersetzung ja ganz lustig. Nö, es ist nichts zum Angeln. Das wundert mich jetzt. Wo ist der Fischkopf da? Hebt Spielerintelligenz. Ja. Okay. Fischkopf. Das verstehe ich an der Übersetzung nicht. Einen Buchstaben weglassen, was soll das? Ich meine, das klingt zwar lustig, Fischkopf, aber... Hä? So, jetzt sind 2 Gegner. Kann ich mal ein bisschen was anderes drauf machen. Ja, ist in Ordnung. Ryu klatscht eh alles mit Anschlag um. Außer Bombsame, die sich selbst in die Luft jagen. Und die sind stromanfällig, das ist toll. Okay. Wie gesagt, Bombsame. Wer die Final Fantasy Bomber, wie gesagt, kennt, der freut sich über Bombsame. Überhaupt nicht. Okay, von da eben kam ich. Hier geht's wieder Abzweigungen ohne Ende. Und Kämpfe ohne Ende. Oh. Nein, 2 Stück! Gott! Schattenlauf! Erdbeben bringt überhaupt nichts gegen die Viecher. Ryu, mal gucken, ob ich einen schaffe überhaupt. 141 und der hat gerade die Hälfte verloren ungefähr. Ja. Den verteidigen in der zweiten Runde, dann sind verärgert, stand da ja auch. Und dann in der dritten Runde explodieren sie selbst und töten einen fast, indem sie die Lebensenergie auf 1 verringern. Nö, Rai greift schon mal den nächsten an. Momo und Ryu machen den fertig. Tja, die Gegner machen, glaube ich, überhaupt nichts. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, sie jagen sich trotzdem in die Luft. Boom. I hate them. Ich hasse sie wie die Pest. Gott, er ist Penta wenigstens. Oder er hat gepennt, naja. So, jetzt mach mir bitte platt. Danke. Gott. Ich glaube, das hätte ich nicht nochmal gebrauchen können, obwohl es, glaube ich, nichts weiter abgezogen hätte. Aber die fressen meine Heilstelle. Meine Sachen auf hier. Meine Bestände. Na gut, ich habe ja vorher gut eingekauft, dann dürfte das nicht so ins Gewicht fallen. Und hier ist überall Grünspan. Und bin ich jetzt den richtigen Weg gegangen? Oder geht's hier einmal rund? Auf jeden Fall weiß ich, dass hier jede Menge Gegner kommen. Wieder Fische. Fische und Fässer. Das schick mal einen Pen und Ryu macht einen platt.
Ich sollte irgendwie rein zu einem Magier schicken. Okay, das ist ja ruhig. Och nö. Und jetzt sehen wir auch schön, wie hässlich diese Fische sind. Unheimlich hässlich. Und sie haben Füße und Hände und tja, sehen einfach nur ekelhaft aus. Und ich glaube, es war ganz gut, dass ich dieses Schwert gekauft habe, denn ja, ihr seht's ja. Antidot, habe ich genug dabei, Rai, du bist gleich Ort auf Mana. Und geht's jetzt im Kreis oder nicht? Nö, geht's raus. Ach Gott.